Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Gunicorn und der XCOM 2. Wir stehen vor einer schweren Aufgabe, wie wir hier sehen. Wir müssen eine VIP retten und das eigentlich praktisch nur mit kampfunerprobten Kämpfern. Wir haben einzig Kampf erprobt hier. Daniel, N.I.K. und wo ist er? Corporal Johannessen. Die restlichen Leute haben alles Anfänger, alles Neulinge hier im Kampf. Aber wir müssen das machen, weil wir müssen direkt im Anschluss an diesen Einsatz müssen wir dringend die Avatar-Einrichtung angreifen. Also wir kommen jetzt hier ziemlich unter Druck und ich hoffe, Leute, ich hoffe, wir dass das gut kommt hier mit den Neulingen. Erhalten, um bei der Befreiung ich habe keine Ahnung. Helfen, die den Widerstand unterstützt. Advent-Truppen halten die Zielperson irgendwo. Wir müssen danach unbedingt das Avatar-Projekt stören, also die Einrichtung angreifen und vernichten. Rücken Sie aus, um boah, das Leute, Gebiet es geht einiges hier bei der XCOM. Ich bin schon wieder sowas von gespannt, ich kann euch sagen. VIP also retten, okay. Das heißt, wir sollten zu Beginn verborgen sein und das ist mir ganz recht, ehrlich gesagt. Okay, wir starten den Einsatz, mal sehen, wo wir hier abgesetzt werden. Mitten in der Stadt drin. Chicago war es, glaube ich, wenn ich das gelesen habe. Bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay, Feinde eliminieren, VIP retten. Position verborgen. Na, das machen wir doch. Wir sind in Verborgenheit, das ist mal nicht schlecht. Das heißt, wir gehen hier mal vor. Mal kurz und los jetzt. Schauen, was da unten abgeht. Da können wir nichts sehen. Okay, hier haben wir Daniel N.I.K. und der geht mal ganz nach oben. Schon hier unterwegs. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht gesehen werden. Wir müssen hier ganz einfach mit den schwachen, eher schwächeren Soldaten müssen wir ganz einfach den Überraschungseffekt ausnutzen können. Ansonsten wird es wirklich, wirklich sehr, sehr eng. Wir gehen hier mal oben rum, hier über die linke Seite würde ich sagen. Mr. Johannessen hier auch wieder am Start. Der hat ja schon in der letzten Runde unser Schiff beschützt und gute Dienste vollbracht. Bin gleich da. Mal sehen. Hier zur hübschen Taube hin. Na, kleiner Vogel. Und weg ist er. Ja, ich will auch davon fliegen, wenn ich ehrlich bin. Und ab geht's. Hier solche Alien-Angriffe und so weiter. Da würde ich auch davon fliegen. Oh, und das klingt schon nach Roboter. Oh, oh. Das hat nach einem Roboter geklungen. Schon dabei. Naja, mal sehen. Weiter geht's. Runterschauen, ob wir da was sehen können. Ich sehe nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal bin hier nach vorne da mit Daniel N.I.K. Deckt er etwas auf? Nein, er deckt auch nichts auf. Okay. Das heißt, hier unten sollte alles eigentlich soweit safe sein. Dann würde ich eigentlich gerne hier rüber. Wo müssen wir die VIP holen? Hier in diesem Gebäude drin. Okay. Gehen wir über rechts hier oder gehen wir hier über die linke Dachhälfte? Wo ist die VIP denn drin? Hier oben im zweiten Stock und im dritten Stock. Okay. Hm. Also Daniel ist eigentlich schon ziemlich gut positioniert. Möchte ich mal die Sniper hier nach vorne holen. Rücke aus. Jetzt haben wir doch noch meinen dritten Sniper. Jawohl. Den setzen wir ebenfalls hier vorne rein. Los, los, los. Zwar etwas risikohaft, alle beieinander, aber wir müssen das versuchen. Und hier gehen wir, ich glaube, wir gehen mal hier über rechts rüber. Ich glaube, wir gehen hier über die rechte Seite. Das heißt, wir schauen hier unten mal, wo komme ich hier hin. Da werde ich überall gesehen. Wieso denn? Achso, weil ich durch die Türe gehe. Okay, also, ich gehe mal hier runter und schau mal, ob ich da was sehen kann. Ich hoffe, dass ich jetzt da nichts aufdecke. Nichts, okay. Das heißt, wir gehen hier über rechts runter. Los geht's. Was denn? Was war das denn?
Wieso geht hier das Fenster kaputt? Da draußen ist etwas. Okay, hier links oben hört er was. Alles klar. Wir haben noch 11 Runden Zeit. Das heißt, wir müssen nichts überhastet tun. Keine überhasteten Aktionen hier. Mal sehen, wo gehen wir denn hin? Hier vorne in die volle Deckung. Ja. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Boah, Leute. Jetzt können wir hier runtergehen. Gehen hier okay, quasi in die volle Deckung runter. Denn die Personen hier, die Zivilisten, die bewegen sich ja nicht. Also es wäre das erste Mal und das wäre echt fies, wenn sie jetzt auf einmal die Personen doch bewegen würden. Wo gehen wir hier hin? Wir gehen mal hier in die Vordergrund und schauen da nach vorne auf die Straße, ob wir da noch irgendetwas aufdecken. Nichts, okay. Das heißt, wir können hier oben. Halte Position! Hier glaube ich. Bleiben wir auch in Deckung. Halte Position! Hier ebenfalls. Grabe mich ein! Ich glaube, wir sind hier nicht alleine! Ja, das ist mir schon klar, dass wir hier nicht alleine sind. Das kann ich dir sagen. Oh, was ist das denn? Die Aliens mögen das Aussehen verfeinert haben, aber diese Monster sind nicht besser als jene, die mein Vater schon kannte. Was ist das denn für ein hässliches Vieh? Och, du Scheiße, Leute. Jetzt müssen wir aber schleunigst weg hier. Was sind das denn für Viecher hier? Okay, wie gehen wir weiter? Wie gehen wir weiter, Leute? Ich bin fast sicher, dass hier oben auch noch irgendetwas auf uns wartet. Ich glaube, wir gehen hier mal in die volle Deckung rüber. Leute, was ist das denn für ein Mistvieh? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir ziehen uns jetzt halt hier wirklich zurück. Gehen mal hier nach oben. Mal schauen, ob wir da oben irgendetwas aufdecken. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hier oben sieht es eigentlich noch gut aus. Das heißt, wir können hier eigentlich hochgehen. Wo gehen wir hin? Gehen hier mal rein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir haben nur noch 9 Runden. Leute. Eine feindliche Patrouille. Oh, was hier oben nochmal so ein Mistvieh? Leute. Das gibt's doch nicht. Wir müssen halt auch mit den Snipern dann noch rüberkommen. Wie machen wir das jetzt? 82%. Boah, der ist unglaublich stark. Der ist halt unglaublich stark. Boah, Leute, Leute, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Hat nur noch die 3 Sniper zur Verfügung. Ich glaube, wir bleiben noch mal in Deckung. Bleibe hier! Bleiben hier noch mal. Bleibe in Stellung! Ungesehen in Deckung hier. In Deckung! Jawohl. Okay. Ja, Leute, was kommt denn da noch alles auf uns zu? Ein Roboter kann ich auch noch hin. Oh, Leute, das gibt's doch nicht. Männer 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Abfangjäger auch noch? Leute. Wie sollen wir das denn alles schaffen hier? Ich rücke aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen. Und da drüben steht schon ein Roboter. Mann!
gibt's doch nicht. Leute. Das heißt, wir müssen jetzt echt, echt aufpassen hier. Okay, wir gehen hier nach oben. Ich weiß noch nicht, wie wir weiterfahren. Ich weiß es noch nicht. Ich bringe hier mal alle drei nach oben. Ich habe keine Ahnung da. Oh Leute, wie soll das denn alles klappen hier? Ich bringe hier mal meine drei Soldaten nach oben. Nur noch 8 Runden, Leute. Mann, 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 Mann. Okay, hier könnte ich den doch wegballern. Den kriege ich doch jetzt weg mit den dreien. Hier muss ich in dem Sinne halt hier diese Abwehrzone einrichten. So gut es geht. Ich würde mal sagen, in dieser Bereich ist abgeriegelt. Jetzt. Echt jetzt. Irgendwie muss das klappen. Wir gehen hier auf Feuerschutz. Bin dabei. Na, warte mal kurz. Hier haben wir nochmal. Oh ja, 67%. Hier haben wir nochmal was. Oh Gott. Hier gehen wir ebenfalls auf Feuerschutz. Oh, oder sollen wir das Imitationsgerät schmeißen? Das würde uns eine Runde schenken. Das würde uns eine Runde helfen. Das machen wir. Ich glaube, das mache ich. Und zwar hierher. Ja. Das heißt, in der nächsten Runde werden alle Angreifer hier auf diese Imitation... Deckung ist aufgeflogen. Auf dieses Imitationsgerät schießen. Jawohl, Deckung aufgeflogen. Das ist klar. Und jetzt kommen sie. Schuss Nummer 1 sitzt. Schuss Nummer 2 sitzt. Von der Rüstung abgeprallt. Oh, was kommt hier da noch alles, Leute? Jetzt, komm schon. Schuss Nummer 3 sitzt, jawohl. Oh, und jetzt muss er leider nachladen. Keine Schüsse mehr. Oh Gott, was kommt da? Der Dreckskerl ist im Kampfrausch. Okay, jetzt haben wir hier die Möglichkeit noch zu schießen. Was haben wir denn hier? Okay, da ballen wir jetzt alles auf diesen Roboter. 3 Schaden, jawohl. Panzerung getroffen. Was, er kann ihn nicht sehen? Sie können ihn nicht mehr sehen? Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, und er kriegt ihn auch mit der Rakete nicht. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Oh, komm schon. Ah, da gehen wir auf Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Hier gehen wir ebenfalls auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts! Und die werden ja jetzt auf das Imitationsgerät schießen. Aber Leute, das sind halt immer noch so viele. Was ist das denn? 7 Schaden bereits. Leute, wie stark ist das Monster da unten denn? Und Daniel schießt nochmal. Jawohl. 1 Newton ist erledigt. Na, toll gemacht, Daniel. Toll gemacht. Oh, und das war die Imitation. Das war's bereits. Oh, Leute. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Daniel wurde markiert. Ja, da steht natürlich zuvor das hier. Okay, und da trifft natürlich wieder direkt mal. 6 Punkte abgezogen bereits. Oh, der schießt auch auf Daniel. Okay, nochmal ein Treffer, Leute. Die treffen einfach alles jetzt. Jetzt kommt Feuerschutz. Komm, leg das Vieh flach. Jawohl, das ist ein Treffer. Und 2. Jawohl, komm jetzt. Jawohl. Oh, der Roboter ist weg. Das hat jetzt gut funktioniert, Leute. Abgeprallt. Boah, zum Glück. Das hat erwischt. Das wäre sonst wahrscheinlich die, Daniel Anikas Leben gewesen. Ich glaube, den hätten wir sonst verloren. Hier haben wir 63% Flankierungsbonus. Na, komm schon. Daneben.
geschossen, Leute. Jetzt müssen wir uns echt konzentrieren hier. Ziel verfehlt. Ja, das habe ich schon bemerkt. Das ist gar nicht gut, dass du das Ziel hier verfehlst. Na komm. Jawohl, kritische Treffer, jawohl. Und ein Berserker gelegt, ein Mutant, ein weiter Mutant gelegt. Entschuldigung, schon wieder verwechselt. Jetzt haben wir hier hinten noch zwei Feinde. Und da unten, dieses Drecksvieh ist ja auch noch. Oh, Leute, Leute. Und hier unten haben wir auch noch mal so ein Vieh. Oh, Mann. Verstanden, wir liegen mit zum halbe Ziel. Deckung. Was kann er sehen von hier? Oh ja, zwei Leute flankiert. Und den würde er legen. Hier, den würde er ja, ebenfalls legen, der Fortschrittliche. Den Offizier, als erstes den Offizier, komm schon. Jawohl, ein Treffer, aber... Oh nein, 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 der hat noch einen Lebenspunkt. Das gibt's einfach nicht. Okay, Daniel müsste eigentlich weg hier. Leute, ist das spannend. Verstanden, bin unterwegs. Wir gehen hier in halbe Deckung. Und was können wir hier? Mit der Granate kriegen wir hier beide rein? Oh ja, wir kriegen beide rein. Okay, die das machen ist wir für mal. Dich. Na komm schon, Johansen. Bam! Nein, kein Schaden für den zweiten. Wieso denn nicht? Verstehe ich jetzt halt wieder nicht. Okay, die blitzschnellen Hände, das würde doch heißen, er hat nochmal eine Aktion da. Jawohl. Komm schon. Oh, Daniel schießt daneben. Mann, Mann, das gibt's doch nicht. Kein Treffer. Das gibt's doch nicht. Jetzt mal erstmal schauen. Boah, das sind nur noch die zwei. Okay, also Daniel muss mal weg hier. Vor. Daniel geht mal zurück und kann er noch nachladen. Jawohl. Oh, und das da unten, Mann. Den habe ich ihn übersehen. Da unten, der Kerl ist noch. Nachgeladen. Okay. 75% jetzt. Komm schon. Erledigen, Dreckskerl. Komm schon. Bam. Gelegt. Jawohl. Jawohl. Läuft, Leute. Das läuft. Nur noch diese zwei Mistviecher jetzt. Was haben wir denn da? Oh, und der kommt nach vorne. Was macht der jetzt? Die positionieren sich neu! Was macht der? Der kommt hoch! Leute, der kommt hoch! Was passiert jetzt? Was ist das denn? Oh oh! Was ist jetzt? Was passiert denn jetzt? Wir sind am Zug? Was war das denn eben? Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Daniel schießt auf jeden Fall mal auf den Dreckskerl hier. Bam! Treffer, 6 Schaden. Ja, du musst ja nicht so nach oben fliegen da. Kampfrausch, Leute. Hier habe ich 50%. Was haben wir hier? 50%? Nur 50% ist viel, viel zu wenig, Leute. Hier 62. 59. 60. Hier müssen wir uns irgendwie wegbewegen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was da sonst kommt. Wir haben nur noch 6 Runden, Leute. Nur noch 6 Runden. Okay, wir probieren es hier nochmal mit 50%. Na, komm schon. Bam, getroffen und gelegt. Jawohl. Jawohl. So kann es weitergehen, Leute. Oh, aber irgendwie da diese komischen Zeichen, die sind immer noch da. Leider, leider. Okay, und hier unten haben wir auch nochmal so ein Mistvieh gehabt. Warum denn das? Ja, wo gehen wir rein? Wir müssen hier reingehen. Ja, null Deckung, Leute. Null Deckung. Und hier drin ist er irgendwo noch. Ich geh mal hier runter. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Ich kann nichts sehen. Okay.
Oh, was ist das da? Was ist das hier? Ziege bis zum erzwungenen Rückzug. Nein, noch 6 Runden. Ja, okay. Wo muss ich denn hier hin? Wo kann ich ihn denn hier befreien? So, hier drin ist. Okay. Das heißt, ich gehe hier mal in halbe Deckung. Rücke zur Zielposition vor! Kann nichts sehen hier drin. Oh Leute, das ist echt spannend. Was passiert jetzt? Was wird danach passieren mit diesem Zeichen hier? Boah, Leute. Ich sitze hier wie auf Nadel. Das kann ich euch sagen. Geh mal hier rein und schauen um die Ecke rum. Wir können nichts sehen. Okay. Das heißt, hier bleiben wir mal auf Feuerschutz. Hier, die Sniper sollten jetzt eigentlich auch nachrücken. Hier bleibe ich mal auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Hier bewege ich mich hier rüber, oder? Nein, ich gehe auch mal auf Feuerschutz. War es da irgendwas drauf? Oh, Leute! Was war das denn? Ach, du dickes Ei. Boah, dieser Dreckskerl. Leute. Na, das war jetzt aber mal... Boah, der geht ordentlich ab hier. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie hier rüberkommen. Boah, diese Explosion eben. Leute, Leute, Leute. Bin gleich da. Ziehen jetzt hier unsere Sniper nach. Nicht, dass wir da in 5 Runden nicht mehr nach Hause kommen. Leute, was für eine Explosion eben. Wir gehen in die volle Deckung rüber. Jawohl. Die 3 Sniper sind jetzt natürlich im Hauskampf nicht mehr so sinnvoll. Und nützlich. Und jetzt. Oh Gott, Leute, was ist denn hier drin alles noch? Oh Gott. Die sind einen Stock tiefer. Okay. Hier können wir bereits was sehen. 49%. Das müssen wir einfach versuchen. Direkt gelegt. Leute, das gibt's doch nicht. Steven Dunn, schieß mal quer über die Map und erledig deinen Dreckskerl. Leute, mit diesem Erfolgserlebnis hier eine weitere Aufnahmepause. Vielen Dank, bist du mit dabei. Es ist wie immer unglaublich spannend hier bei der XCOM und der Welt von Goonicorn. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Baller den Like-Button, falls es dir gefällt. Würde mich echt freuen. Abonniere meinen Kanal, damit du keine Videos von mir verpasst. Und damit sage ich nur noch Tschüss und Ciao aus der Welt von Goonicorn.